Ariane, Ariane, in den Kommentaren, ne? Da waren ganz viele, die wollten Wolfgang-Content. Mach doch mal so einen Kanal. Hallo und herzlich willkommen zu Gute Nacht, Alter. Auch heute gibt es eine wunderbare Gästin. Und auch heute habe ich mal wieder keine Ahnung, was passieren wird. Das stimmt. Okay, ich spule jetzt mal einfach das ab, was ich weiß. Und dann schauen wir mal, wie der Abend so wird. Nicht wahr? Okay, passt auf. Sie ist nicht nur YouTuberin, nein, sie ist auch Instagramerin. Sie singt, sie ist ein Tausendsasser. Meine Damen und Herren, Sylvie Kalko! Find mich besser ohne dich. Grüße mal, schreib mich, warte. Ah, toll. Ich habe hier was Kleines mitgebracht. Oh, vielen Dank. Außen dafür. Schon. Oh, das was ich gut. Habe, das kannst du dir mal gucken. Ich hoffe, es passt dir. Wir haben ja keine herkömmlichen Größen. Ich habe dir mal drin. Die Princess, Galumattenbraut. Nee, das ist die Größe 3 bzw. Marilyn. Marilyn, das ist inspiriert. Ah, Marilyn, ah, sehr gut. Ja, Marilyn Monroe. Ah, ist gut, genau. Ja. Die sind nämlich nach Frauenikonen inspiriert. Das finde ich sehr gut. Ja, und ich dachte mir, das T-Shirt passt gut zu dir. Weil, stimmt, ich finde es auch sehr geil. So, aber es geht heute um dich. Es ist so, dass wir ein kleines, ich sag mal, Video zugespielt bekommen haben. Da geht es um einen kleinen Funfact. Von dem weiß ich auch noch nichts, aber ich würde es so gerne wissen. Deswegen gucken wir uns den mal an. Hi, ich bin Jonas und ich erzähle euch jetzt mal ein paar Sachen über Sylvie, die ihr vielleicht noch nicht wisst, die aber gut zu wissen sind. Psst, Sylvie, die legt gerne Tarotkarten und es könnte sein, dass die ein oder andere Deutung tatsächlich schon in Erfüllung gegangen ist. Sylvie hat mal in der kompletten Kölner Innenstadt alle Supermärkte abgeklappert und das nur für eins, und zwar ihre Lieblingshafermilch. Also wenn man sie glücklich machen will, dann definitiv mit Hafermilch. Sie gibt aber nicht nur unglaublich tolle Tipps, sondern sie kann auch noch zuhören. Und für mich ist sie die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Oh, ihr wollt schon so ein bisschen, dass ich weine, ne? Oh, ist das dein bester Freund? Besser, dass er mir den Tarotkarten gesagt hat, ey. Oh, jetzt Mann. Wissen wir's halt. Jetzt wissen wir's. Was ist das schwer? Könntest du das jetzt hier auch? Und machst du das regelmäßig bei dir zu Hause für dich? Alle Freunde von mir wollen, dass ich das immer mache. Aber tatsächlich ist bei mir so, also ich glaube jetzt nicht daran, dass man die Zukunft voraussagen kann. Aber wenn du dir das legst, dann reagierst du ja auf verschiedene Ergebnisse, die da rauskommen. Und interpretierst das ja auch unterschiedlich. Und dann kannst du, weil ganz oft verdrängen wir ja Sachen als Menschen und wollen das gar nicht wahrhaben alles. Und wenn man das dann sieht, dann reagiert man ja darauf. Und dann kann man so ein bisschen herausfinden, was eigentlich bei einem innerlich abgeht. Und da, also es ist quasi Tarot, Psychologie durch Tarot eher. So nutze ich das, ja. Also jetzt nicht, um die Zukunft vorauszusagen. Ja. Wie lange dauert das? Ist das geil? Ich will das auch mal machen. Ja, das ist halt so ein Party-Gag eher, ne? Also ich glaube halt nicht daran, dass das wirklich passiert. Ich glaube, das muss man noch mal dazu sagen. Aber unsere Redaktion, die legen auch gerne Tarotkarten. Ach was? Nee, nicht wirklich. Aber sie spielen auch mit der Zukunft, nämlich sie recherchieren sehr schlecht. Ach ja, das manchmal stimmt. Auch sehr gut. Und das heißt bei uns Let Me Google That For You. Wir haben einen Fakt recherchiert, der entweder, über dich Sylvie, der entweder stimmt oder komplett falsch ist, wo uns Wikipedia oder Google an der Nase herumgeführt hat. Den werde ich jetzt Ari mit dieser wunderschönen Zange geben. Und Ari, du musst raten, ob das korrekt ist. Es ist Corona, es ist trotzdem noch Freundschaft. Sieht ja so ein bisschen komisch aus, wenn wir hier so, nicht wahr? Ich möchte das immer noch betonen. Let me Google that for you. Er ist mit einem Video über ihren intimchirurgischen Eingriff bekannt geworden. Soll ich was dazu sagen oder lassen wir es einfach stehen jetzt? Nee, wir lassen es jetzt einfach stehen und warten, bis die Bild-Zeitung darauf reagiert. Ist okay? Ich muss jetzt rausfinden, ob das stimmt oder nicht. Also wenn, ich habe es nicht mitgekriegt, heißt aber auch nichts. Schade. Du bist ja eine emanzipierte Frau. Ich denke, ja. Und sehr offen auch mit Themen, die vielleicht auch mal ein bisschen unangenehmer sein können. Ja, das kommt vor, ja. Jetzt frage ich mich, bist du eher jemand, der so sagt von wegen, nee, Body Positivity, wir sind alle natürlich, alles cool, wenn es Schmerzen gibt, ja, mache ich. Wenn es keine Schmerzen gibt, dann akzeptiere ich mich so. Oder bist du eher so eine Cher, die genauso geil ist, meiner Meinung nach, da kann man kaum vergleichen, die sagt, hat sie, glaube ich, tatsächlich mal zu einem Typen am roten Teppich, der sie irgendwie auf Schönheitschirurgie angesprochen hat,
hat er gesagt, er hat sie gesagt, wenn ich mir die eine dritte Titte auf dem Rücken operieren lasse, der täte ich auch nichts an. Ja. So, genau, deswegen kann man ja machen, was man will. Ja? Und ja, wenn auch Frauen sagen, ja, möchte ich machen, go for it, wenn du dir das wirklich überlegt hast und das dein Wille ist. Deswegen sage ich nein. Das war jetzt ein bisschen. Das ist korrekt. Ich darf auch. Ja. Also ich bin nicht berühmt geworden durch einen. Also ich habe tatsächlich ein Video gemacht, beziehungsweise habe eine. Ach, das war nicht der Grund, warum ich berühmt bin. Genau, das ist der Twist. Ja. Nee, tatsächlich habe ich eine Chirurgin interviewt, die das macht. Mhm. Und das war aber auf einem anderen Kanal. Wir haben da auf einen Aufklärungskanal gemacht. Also wir haben da über ganz viele verschiedene Themen gesprochen. Auch wir haben auch mal eine Domina interviewt. Das war super spannend. Ja, die sind hart drauf, die. Ja, aber das war sehr, sehr spannend. Die hatte das in ihrem Speicher, hatte die quasi ihr Spielzimmer. Und das war sehr spannend immer alles. Also wir haben sehr viel gelernt, alle, das ganze Team immer. Und tatsächlich haben wir da auch eine Chirurgin interviewt, die Intimchirurgie macht. Aber wir kommen zu unserem ersten Thema für heute, tatsächlich ein Thema. Es ist Body Positivity. Es gibt eine blaue Frage und eine rote Frage. Wir wissen, der blaue Umschlag ist eine nette, wohlige, warme Frage, die man sich hineinbetten kann. Oder die rote Frage ist eine etwas provokantere Frage, die, naja, hoffen wir, gut ausgeht. Der Twist ist, du darfst nur einmal im Laufe dieses Talks, wir haben drei Themen, du darfst nicht immer die blaue nehmen oder die rote. Mhm. Mindestens einmal muss die rote dabei sein. Ich nehme die rote. Ah ja. Na gut. Oh Mensch, das geht aber schnell. Ja, ja. Pass auf. Wenn schon, denn schon. Das ist jetzt aber. Hei, hei, hei. Ich hab Angst. Ich möchte mich kurz jetzt noch mal distanzieren. Das wurde mir hier reingesteckt, da habe ich nichts mit am Start. Wenn das erste Wort Vulva ist, nimm die blaue. Sind ist das erste Wort. Okay. Das geht. Sind Fettabsaugungen nicht eigentlich nur Schönheits-OPs? Prinzipiell ja. Ne, also Fettabsaugung an sich schon, aber eine Fettabsaugung bei Lipidem verläuft ja komplett anders als eine normale Fettabsaugung. Mhm. Und zwar wird da lymphatisch abgesaugt. Also nicht einfach nur an der Stelle, wo man jetzt störendes Fett hat, was einem optisch nicht mehr gefällt und was einen vielleicht auch belasten kann, was absolut auch in Ordnung ist, wenn Leute das machen, meiner Meinung nach. Aber bei Lipödem-Operationen wird ja komplett gearbeitet. Ne? Also das ist tatsächlich dann, hat nicht so viel mit Schönheits-OPs zu tun, eigentlich gar nichts. Und das ist ja eine anerkannte Krankheit, jetzt glaube ich seit 2019 oder so, oder 18. Also ziemlich kurz, wo ich mir denke, auch schön, dass wir mal drüber geredet haben. Und das Problem ist ja, man sieht etwas mehr aus oder sehr viel mehr, aber es gibt ja eine physische andere Begründung dafür, die auch sehr schmerzvoll sein kann. Aber du weißt ja bestimmt mehr darüber. Kannst du mal den Leuten da draußen erklären, dass nicht jede Frau, die nicht aussieht wie vielleicht Kate Moss, vielleicht auch ein Lipödem hat und darunter auch sehr leidet, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich, und was es damit auf sich hat? Also ein Lipödem ist eigentlich eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Ne? Also ich kann das auch mal direkt an euch sagen. Und zwar vermehrt sich dann das Fett an dieser Stelle krankhaft und die Fettzellen sehen tatsächlich auch anders aus. Ne? Und man kann diese Fettzellen nicht mit Sport oder Ernährung abnehmen. Das heißt, es gibt ganz viele Frauen, die das haben, vor allem an den Beinen oder manchmal auch an den Armen. Ja, da sieht man das direkt, dass die einfach einen super schmalen Oberkörper haben und auf einmal kommen einfach sehr säulenartige Beine. Ne? Und man, wenn die jetzt zum Beispiel ein Bikini anhaben oder Unterwäsche, sieht man das auch ganz doll, wenn die in weiterführenden Stadien sind, dass die Haut einfach verformt ist. Ne? Also du hast auch ganz viele Dellen. Wenn du in Stadium 3 zum Beispiel bist, dann sieht das halt schon richtig krass säulenförmig aus. Und was halt das Schlimme ist, dadurch, dass sich dann Wassereinlagerungen bilden, an diesen krankhaften Fettzellen so festhaften, drückt das einfach so an die Haut, dass es wehtut. Und zwar so sehr, dass Frauen dann da an diesen Stellen auch blaue Flecken bekommen. Wobei nicht nur Frauen, es gibt auch einen ganz kleinen Prozentsatz an Männern, die das haben, aber es ist verschwindend gering. Also es haben hauptsächlich Frauen. Und das ist, sind ja jetzt nicht drei auf vielleicht, was weiß ich, 1000 oder 10.000 Frauen, nee, sondern es sind 10% aller Frauen. Und es kann auch durch Hormonveränderungen sein. Also was weiß ich, Pubertät fängt ja meistens an oder Schwangerschaft und so ist tatsächlich
nicht so witzig. Ja, ist hormonell meistens. Also da geht man von aus, man weiß es ja leider noch nicht so richtig, woher das jetzt wir kommt. Wir sind ja jetzt auch dran, ne? Also ja. Jetzt ist es ja erstmal eine Krankheit. Jetzt Mädels, jetzt beruhigt euch mal. Jetzt habt ihr ja fast auch was da wollt ihr. Wir wollen natürlich nicht nur über das Äußerliche reden, sondern auch über Geld. Absolut, das ist einfach uns wahnsinnig wichtig. Unsere Marktforschung hat ergeben, wir sind bei Forbes-Lesern nicht ganz besonders die liebste Show. Ja, und das wollen wir ändern. Absolut. Das wollen wir ändern. Ja. Deswegen ist das zweite Thema die wirtschaftliche Seite von Social Media. Ah, toll. Katsching, katsching. Auch hier wieder die Frage, himmelblau oder hellrot? Ihr sagt mir nicht, was noch danach für ein Thema kommt, ne? Mhm. Ich glaube, da würde ich die blaue nehmen. Okay. Du, das ist ja im Game noch mit drin, weißt du? So. Einmal darf ich die nehmen, ne? Die blaue. Nee, das zweimal theoretisch. Oh. Aber wer weiß, ne? Okay. Du machst so viele verschiedene Sachen. Musikvideos, Beauty-Tipps, Parodien, eine eigene... Beauty-Tipps? Beauty-Tipps. Das na möchte ja, so, ich sehen, ey. Na, so ach, du meinst die Curly-Girl-Method, die ich getestet habe? Zum Beispiel, ist ja, ja auch Beauty, wie man das macht. Ja, aber die Tipps gibt meistens nicht ich. Naja, gut. Aber man wird ein bisschen schlauer. Ne? So. Parodien, ein eigener Shop. Machst du so viel, weil du Bock drauf hast oder weil es im Internet wichtig ist, immer neuen Content zu generieren? Also ich muss mal ganz kurz dazu sagen, zum Beispiel bei der Musik verdiene ich bisher absolut gar nichts. Das ist ein sehr teures Hobby aktuell noch von mir. Da stecke ich gerade unglaublich viel Geld rein. Mhm. Aber da verdiene ich zero. So. Bei den anderen Sachen, ich mache immer nur Dinge, auf die ich Bock habe tatsächlich. Und ich war ja eigentlich Redakteurin. Mhm. Und das heißt, ich habe diesen Job geliebt, habe den aber aufgegeben, weil ich alles nicht mehr unter einen Hut bekommen habe. Mhm. Das heißt, würde ich das nicht wollen, dann würde ich vielleicht einfach wieder Redakteurin werden. Aber das Geld deswegen mache ich das nicht. Sonst könnte ich ja auch für die wildesten Produkte werben. Mache ich aber auch nicht. Also ich gucke immer schon sehr genau, mit wem ich da kooperiere und mit wem nicht. Ja. Aber wenn man so ein... Also ja, sagen wir mal so, wenn ich mit meiner Mutter rede, ja, über einen Instagram-Account, viele sagen ja, wir wollen einen Account für den Wolfgang, von Wolfgang, mehr Wolfgang-Content. Ist ein was? Kleiner Dackel, den habe ich. Ah. Ja, so. Ah. Da sagt meine Mutter, Ariane, in den Kommentaren, ne, da waren ganz viele, die wollten Wolfgang-Content, mach doch mal so einen Kanal. Mama, bei allem Respekt, ich habe keine Zeit für einen Wolfgang-Content. Es wäre ja wirklich super, wenn ich die Zeit hätte, da diesen Hund öfter zu fotografieren, wenn der jetzt nicht gerade wie zurzeit kotzen zu Hause sitzt. Aber so, da hat man einfach keine Zeit, weil man einfach merkt, ein Instagram-Kanal, viel Arbeit, zwei, verdammt viel Arbeit. So, und du machst so viel, denkst du dir manchmal, man muss ja auch ein bisschen dabei bleiben, ne? Wenn du jetzt ein halbes Jahr sagen würdest, sorry Leute, ich bin raus aus dem Game. Hast du dann manchmal das Gefühl, heute habe ich eigentlich keinen Bock, aber komm, wir machen jetzt mal irgendwie ein Bild oder ein Post oder ein Video. Also ich glaube, das kennt jeder, dass er mal keinen Bock auf seinen Job hat. Ne? Ja. Also vor allem, wenn es an die Steuern geht, sage ich immer tschüss, ich gehe. Aber das muss ja gemacht werden. Das heißt, ja, natürlich gibt es Tage, wo ich keinen Bock darauf habe und dann mache ich halt die Steuern, weil ich es machen muss. Mhm. So, das gehört halt dazu. Mhm. Aber ich würde mich, glaube ich, nie vor die Kamera setzen, weil das geht ja auch, die Leute merken das ja auch. Ja. Also ich könnte das gar nicht, mich vor die Kamera setzen und dann authentischen Content machen, wenn die Leute, also die Leute würden das spüren, glaube ich. Ja, bei manchen spürt man es auch, finde ich. Ja. Bei uns nicht. Nee, bei uns nicht. Wir lieben unseren Job. Nächste Frage. Warte mal, jetzt. Ja. Nächstes Thema? Ja, bitte. Na gut. Was kommt jetzt? So, jetzt. Gut, genug von Geld brauchen wir auch nicht, um glücklich zu sein. Was wir brauchen, ist Empowerment. So. Wow. Now we're talking. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, die rote ist wahrscheinlich spannender, ne? Dann nehmen wir die rote. Ach, schön. Sehr gut. Pass auf. Hilfst du mit den Aussagen deiner Posts und Videos deinen Followern oder vor allem dir? Oh, das ist ja eine krasse Frage, ja. Nee, eher den anderen, glaube ich, in dem Fall. Also ja, ich glaube, am Anfang, als ich das angefangen habe, habe ich auch mir geholfen, weil natürlich ist es was anderes, sich auf einmal so auf dem Präsentierteller da zu zeigen und dann halt auch die Makel, sage ich mal, von einem zu präsentieren, ist natürlich im ersten Moment erstmal Überwindung, weil man das so nicht kennt. Man kennt das ja, okay, man stellt sich hier perfekt jetzt da und nur ein schönes Foto wird auch genommen. Absolut. Und klar, ne,
ich würde jetzt auch ungern jedes Mal nur hässliche Fotos von mir posten, wo ich mich unwohl fühle. Aber Empowerment ist ja auch, dass man ne, zu sich steht einfach und andere damit empowert. Mhm. So, und ich glaube, mittlerweile hilft es mir nicht mal so sehr, aber auch noch. Aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen, gemindert, weil ich glaube, man bekommt halt, wenn man das so auch in den Fokus halt oft stellt, dann beschäftigt man sich auch oft damit. Ne? Das ist so der problematische Teil, den ich sehe. Deswegen versuche ich mich auch so ein bisschen zurückzunehmen und auch andere so ein bisschen oder denen mehr den Vortritt zu lassen. Man sagt ja über Fake News zum Beispiel, je öfter du etwas sagst, desto wahrer wird's. Ja. Menschen glauben irgendwann, es ist wahr. Mhm. Aber das passiert auch positiv. Genau. Also wenn man sich selber oft sagt, ich bin total okay. Guck mal, das Foto finde ich jetzt nicht cool, aber wenn ich das jetzt 100-mal sage, gefühlt, ja, finde ich das danach nicht mehr so schlimm und irgendwann akzeptiert man sich. Das ist meine Erfahrung mit dem Podcast, den ich mache, Im Namen der Hose. Das geht ja so um Sexualität und Aufklärung. Und ein großes Credo ist ja, whatever floats a boat. Ne? Wenn du mit dir cool bist, dann ist alles gut. Ist auch und je so. Öfter ich das gesagt habe, desto mehr glaube ich selber. Ist ja tricky. Aber ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Jetzt mal ohne Witz. Ja. Je älter man, das finde ich so geil am Älterwerden. Je älter man wird, desto entspannter wird man. Ja. Und desto besser fühlt man sich auch. Wir kommen zu einer Zeit, wo es noch keine Hasskommentare gab, zumindest für dich, Silvi. Hoffe ich. Nämlich bei uns kommt das Beste zum Schluss und zwar aber auch das Erste zum Schluss. Nämlich dein allererster Post auf Social Media. Es ist tatsächlich Instagram. Kennst du deinen ersten Instagram-Post? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist echt super. Wahrscheinlich mega random. Out of context. Wirklich super random. Mich hat es sehr traurig gemacht. Du hast mit deinem allerersten Post auf Instagram mehr Likes, als ich jemals auf irgendein Bild bekommen habe. Aber das ich finde das gut. Das ist es. Was habe ich denn? Wow! Oh, das ist eine lustige Geschichte. Ja, das würden wir auch gerne machen. Und zwar habe ich in Würzburg studiert und vor meinem Haus, also das war die erste WG, wo ich gewohnt habe. Mhm. Und da stand dann an Halloween, einen Tag nach Halloween, dieser Kürbis mit, was sind das für eine alkoholische Gentleman. Nee, ist das Werbung? Gentleman Jack wahrscheinlich ist das. Also ich habe das noch nie gehört. Es gibt doch deswegen andere tolle One Day Alkohol. Later. Ja, das fand ich so cool, dass ich es auf Instagram gepostet habe. Ich dachte, deswegen it was worth it. Der Account ist deswegen geboren. Ja. Deswegen bist du da, wo du jetzt bist. Das musste ich auf Instagram. Endlich mal was. 2012, 22. Oktober 2012. Wahnsinn. Krass, das ist fast 8 Jahre her, ne? Aber damals habe ich auch so, ich habe auf Instagram immer nur so random Stuff gepostet. Also, Silvi, vielen Dank für das T-Shirt. Ja, gerne. Wie heißt das Label nochmal? Büffelhüfte. Genau. Geil. Vielen, vielen Dank. Ja, wir dann machen wir so. Schön. Du kannst aber sitzen bleiben. Okay. Schön, dass du da warst. Sehr. Emanzipierte Empowerment. Danke, dass ich da sein durfte. Ja. Hallo Jochen, schön, dass du angerufen hast. Na klar, kann ich dir die Karten legen. Gar kein Problem. Deine Zukunft kommt gleich. Welche Karte soll es sein? Hier, na klar, sollst mal ein Abo dalassen. Das ist einfach eindeutig. Da wirst du glücklich. Und hier. Na, die Glocke nicht vergessen. Jochen, ruf wieder an. Hat nur 13,80 Euro gekostet. Cool. Wenn ihr hier übrigens klickt, dann kommt ihr bei Deepfakes raus. Das ist ein krasses Thema. Da haben wir schon drüber geredet. Und hier geht's zum Psychologie-Kanal Psycho-Geek. Die Frau ist richtig cool.